is it so high to let you go? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ultimate Adventure. Heute sind wir in einer Region, in der wir schon mal waren. Und zwar geht es heute auf den Besler hoch. Ich war letztes Jahr schon da hinten. Davon sieht man zwar gerade nichts, aber das Skigebiet Grasgehren und oberhalb davon ist Riedberger Horn. Da lag noch ein Haufen Schnee. Heute zum Glück nicht. Ich verlinke euch das Video gerne mal unten in der Infobox oder irgendwo hier oben. Dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Und heute geht es bis jetzt mit trockenem Wetter auf den Besler hoch. Wir haben einiges an Ausrüstung dabei, weil wir hoffen, dass wir da oben gut klettern können. Also auf dem Wegweiser steht jetzt, dass es mehrere Runden gibt. Man kann entweder hier hoch direkt zum Gipfel, es dauert eine Viertelstunde, geht vermutlich nach da vorne dann. Und wenn man jetzt hier vorne rumläuft, geht es über den Klettersteig zum Gipfel. Die Runde nehmen wir jetzt. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir am Klettersteig sind. Also wir haben es zum Mikro-Klettersteig geschafft. Jetzt kriegt ihr gerade noch mal eine Aussicht von hier oben. Das hier ist der Riedbergpass, der hier hochgeht. Und dann kann ich euch richtig schön von hier zeigen. Da haben wir drüben das Riedberger Horn. Das war die Tour, die ich euch ganz am Anfang gesagt habe, die ich letztes Jahr gemacht habe. Da geht es dann von hier unten, da links hoch, einmal über den Kamm hier rüber und dann hier wieder runter. Und unser Parkplatz ist da unten. Warte, wo sind wir denn? Irgendwo hier unten, da unten sind, stehen die Autos. Man kann auch von der Seite kommen, da sieht man auch den Weg. Also es gibt entweder den Weg von unten vom Parkplatz hoch, erst nach links, so geht man hier runter und dann nach links rüber und dann geht man oben oberhalb des Kamms hier hoch. Oder wie wir hoch sind, unten erst im Tal hoch und dann hier. Und jetzt geht es hier den Klettersteig hoch. Jetzt geht es nur von hier ein bisschen da hoch, also nichts Großartiges. Also wir sehen jetzt hier die Nordseite des Beslers. Ganz da vorne ist der Gipfel vom Besler. Und das hier über uns müsste noch der andere, oder da vorne, ein anderes Gipfelkreuz hängen. Das ist dann der Besler wandert irgendwas, heißt dann der Gipfel. Und auf der anderen Seite, also auf der Südseite, auf der anderen, sind die ganzen Kletterrouten. Da sind wir dann vorhin vorbeigelaufen. Dann haben wir uns mal alle angeschaut. Das sind aber alles überwiegend 5er bis 8er. Dann war hier im Eck noch schon eine 4er-Route drin, aber da ist Wasser runtergelaufen. Die Route war so eiskalt, dass es nicht ganz so gut war zum Klettern. Und jetzt befinden wir uns gerade auf dem Rückweg. Wir haben Mitte Mai und es ist halt überall noch ein bisschen Schnee und der schmilzt und es ist klatschnass. Es sind hier überall Schlammveranstaltungen, die Schuhe sehen aus wie Sau. Wenn gerade mal drauf guckt, das sieht nicht ganz so lecker aus. Jetzt kämpfen wir uns gerade so durch den Schlamm nach unten. Also wir sind jetzt dann kurz vor dem Parkplatz. Nochmal kurz zur Info. Der Weg
geht hier über diese Alp, ich habe gerade den Namen nicht geschaut, und dann hier nach oben, dort den Wald durch und dann da dazwischen geht es mal rechts nach oben und dann kommt man da hoch oder nach da vorne. Ja, den Klettersteig, ja, das waren, also man sollte ein Klettersteig-Set hinmachen, weil ein paar Stellen sind für ganz Ungeübte, ist es echt ein bisschen gefährlich, weil rechts geht es schön ein Stückchen runter, ist dann nicht ganz so einfach. Man muss diesen Klettersteig ja nicht machen, also man kann auch einen normalen Weg nach oben gehen. Es geht einfach in Serpentinen vorher hoch, ist dann absolut kein Problem. Da kommt dann jeder hoch. Von oben hat man echt einen wunderschönen Ausblick runter auf Oberstdorf und links auf Sonthofen. Bei uns war es heute ein bisschen wolkig, aber man kann auch dann auf der rechten Seite sieht man ans Fern auf die Kanzelwand, auf das Skigebiet. Gegenüber haben wir, was haben wir da, das Rubihorn ist gegenüber, das war bei uns auch in den Wolken versteckt. Das ist übrigens auch eine ganz coole Tour, da habe ich auch ein Video schon gemacht, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, da bin ich glaube ich im Sommer und im Winter hoch oder nur im Winter. Im Winter war es auf jeden Fall cooler. Das kann ich euch auch noch unten verlinken. Ja, aber ist eine kleine nette Tour hier, ich glaube die hat maximal 500 Höhenmeter von unten. Und eine Länge ist einfach von 3-4 Kilometern, je nachdem wo man parkt, ob man weiter unten am Riedbergpass parkt oder weiter oben. Das ist eine, sag ich mal, eine Halbtagestour ist es. Und die kann auf jeden Fall mit Kindern, mit kleinen Kindern auch gemacht werden. Also ist eine ganz coole kleine Tour. Ja, und auf dem Weg verabschiede ich mich dann von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, auch den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. We'll be right back.